Tja, wir bleiben auch gleich beim Thema Einkauf. Auf den ersten Blick sieht das hier aus wie eine ganz normale Luxusboutique. Allerdings sind die Luxusgegenstände sehr ungewöhnlich, denn hier wird ausschließlich Obst verkauft. Aber gibt es Ihnen denn wirklich den teuersten Obstladen der Welt? Wir recherchieren und fliegen nach Japan, in die Hauptstadt Tokio. Hier soll es den komischen Obstladen geben. Stehen die Japaner auf ausgefallene Früchte und bezahlen viel Geld dafür? Vielleicht ist Obst hier Luxus. Tokio ist immerhin eine der teuersten Städte der Welt. Hier soll er sein, der mysteriöse Obstladen von unserem Bild. Willkommen bei uns. Wir haben sie gefunden, die Luxus-Obst-Boutique. Die Früchte hier scheinen tatsächlich echt zu sein. Es gibt leuchtende Erdbeeren, riesige Äpfel und einzeln verpackte, wohlgeformte Bananen. Ein Feinkostladen für Obst. Nur, wer braucht sowas? Jede Frucht sieht gleich aus. Wie geklont. Wir checken die Preise. Eine Zitrone gibt es für 1,50 Euro pro Stück. Eine Kiwi kostet 2,50 Euro. Richtig teuer wird es bei den Erdbeeren. 55 Euro für 12 Stück. Also 4,50 Euro für eine Erdbeere. Unfassbar. Ushio Oshima ist hier der Geschäftsführer und Japans führender Luxus-Obstexperte. Wir wollen wissen, warum ist das Obst hier so teuer? Wir verkaufen hier nur das Beste vom Besten. Jede Frucht wird einzeln ausgesucht. Deshalb sind die Sachen natürlich auch nicht gerade billig. Aber unsere Kunden verlangen höchste Qualität. Dafür zahlen sie auch gerne mehr als in anderen Geschäften. Der Laden heißt Zenbikiya und ist in Japan für sein Sortiment berühmt. Seit 1834 gibt es das Geschäft. In 14 Filialen wird mittlerweile das exklusive Luxusobst verkauft. Hier ist jede Erdbeere absolut perfekt. Grüne Stellen, Fehlanzeige. Geht hier alles mit rechten Dingen zu? Vielleicht sind die Früchte ja tatsächlich geklont? Nein, nein, nein. Die Früchte wurden zwar sehr sorgfältig gezüchtet und ausgewählt, Genmanipulation ist in Japan aber verboten. Für den hohen Preis gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie für den Fall, dass es nicht schmeckt, erklärt Ushio Oshima. Hier, das ist unser Obstausweis. Jede Frucht in unserem Laden hat so einen. Das ist sowas wie eine Garantiekarte für unsere Kunden. Das ist hier echt wie bei Tiffany's. In Deutschland würde der Laden sicher auf seinem Obst sitzen bleiben. Bei diesen Preisen. 160 Euro kostet diese Box Kirschen. 4 Euro pro Kirsche. Ja, eine Kirsche kostet bei uns 4 Euro. Ihre Zuschauer denken sicher, das ist Wucher, oder? Ich persönlich finde, für eine Kirsche, die eine solch perfekte Qualität, Form und Farbe hat, ist der Preis angemessen. Jede einzelne Kirsche ist ein Schatz. Und das hat eben seinen Preis. Diese Zuckermelonen sind der ganze Stolz des Ladens. Eine Zenbikiya-Zuckermelone ist für einen Japaner wie eine Flasche Moët Champagner für einen Deutschen. Jede Melone sieht wie am Reißbrett entworfen aus. Der Preis, sagenhafte 80 bis 170 Euro pro Stück. Unsere Kunden verschenken diese Melonen gerne an Verwandte oder Freunde, zu ganz besonderen Anlässen. Tatsächlich ist es in Japan üblich, zu besonderen Anlässen teure Früchte zu verschenken. Auch Tagiri Okumura ist auf der Suche nach einem Geschenk für eine Freundin. Meine Freundin hat gerade ein Kind bekommen und ich würde ihr gerne eine Melone schenken. Können Sie mir erklären, wo die Unterschiede bei den Melonen sind? Für mich sehen die alle gleich aus. Schauen Sie, der Preis hängt von der Größe ab. Wir haben klein, mittel und groß. Der Geschmack ist aber immer derselbe. Was steckt bloß in dieser Melone, was sie so teuer macht? Ushio Oshima lüftet für uns das Firmengeheimnis und vermittelt uns den Kontakt zur Melonenfarm. Dort erwartet uns bereits Kazuko Suzuki. Als Vorsitzender der Melonenzüchter ist er Herr über Dutzende Gewächshäuser. Hier wachsen sie also, die Luxusmelonen der Marke Crown Melon. Der Chefzüchter zeigt uns die Gewächshäuser. Ein gewaltiger Schatz wächst hier heran. Nur in der streng kontrollierten Umgebung eines Gewächshauses kann die perfekte Melone entstehen.
Diese Melonen mögen trockenen Boden. Sie kommen nämlich ursprünglich aus Afrika. Die Kunst ist es, das richtige Verhältnis zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit zu finden. Nur dann bekommt man nach 100 Tagen eine perfekt gewachsene Melone. Alles ist darauf ausgerichtet, die perfekte Melone zu züchten. Obwohl jeder Strauch mehrere Melonen tragen kann, werden früh die schwächsten Früchte aussortiert, sodass alle Nährstoffe an eine einzige gehen. Diese Melonen können in 10 Tagen geerntet werden. Weil unsere Kunden Melonen mit weißer Schale bevorzugen, werden sie in den letzten Wochen zugedeckt. Dadurch wird verhindert, dass die Melonen dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind. Außerdem massieren wir die Melonen jeden Tag. Durch die Massage wird das Muster auf der Schale stärker und die Oberfläche bleibt länger frisch. Melonenmassage? Ist das etwa das Geheimnis der perfekten Melone? Naja, man kann nicht sagen, dass wir gar keine Pestizide benutzen. Den Dünger beziehen wir von einer Spezialfirma. Darin ist auch Fischmehl enthalten. Dünger aus toten Fischen? Na, hoffentlich schmecken die Melonen später nicht nach Fisch. Apropos Geschmack. Dieser wird im Rahmen der Qualitätskontrolle natürlich ebenfalls getestet. Dazu treffen sich die Melonenbauern alle paar Tage und testen gemeinsam die letzte Ernte. Neben Form und Aussehen ist vor allem der Geschmack wichtig. Je süßer, desto besser. Per Zufallsprinzip werden Stichproben genommen und einige Früchte aufgeschnitten. Nur so können die Experten den Zuckergehalt prüfen. Die heutige Ernte hat einen extrem hohen Zuckergehalt. Das sorgt für einen erstklassigen Geschmack. Unsere Melonen werden sehr streng getestet. Jede sechste wird dazu angeschnitten. Die angeschnittenen Melonen werden natürlich nicht weggeschmissen. Die Farm verkauft sie an Restaurants in der Umgebung. Der Melonentest geht in die entscheidende Phase. Neben der Bestimmung des Zuckergehalts muss jede angeschnittene Melone von den Experten auch probiert werden, um ihre Klasse zu bestimmen. Die höchste Klasse heißt Fuji. Pro Jahr erreichen diese Klasse nur ca. 250 Melonen. Der Marktpreis pro Stück beträgt dann ca. 350 Euro. 35% der Melonen sind Yama. Das ist die zweithöchste Klasse. Die sind für Sembikia geeignet. Sind sich die Tester einig, wird die Klasse außen auf die Schachtel gestempelt. Zum Schluss werden die teuren Früchte noch für den Versand fertig gemacht. Von der Farm in Shizuoka aus werden die Melonen japanweit verschickt. Die nächste Station auf dem Weg zum Sembikia-Laden ist der größte Obst- und Gemüsemarkt von Tokio. Jeden Morgen gibt es hier Versteigerungen aller erdenklichen Obstsorten. Danaoki betreibt hier einen Obsthandel. Er ist einer der wenigen, die für Sembikia Früchte aussuchen dürfen. Die Suche nach den besten Früchten beginnt für den Chefeinkäufer jeden Morgen schon um 5 Uhr. Er entscheidet, welche Früchte als Luxusobst verkauft werden können. Form und Farbe gefallen mir nicht. Das entspricht nicht unseren Standards. Auch die Melonen aus Shizuoka sind auf dem Obstmarkt angekommen. Die Einkäufer können die Melonen vor jeder Versteigerung begutachten. Obwohl diese Melonen bereits etliche Qualitätschecks durchlaufen haben, sind sie noch immer nicht gut genug. Für Sembikia muss Danaoki noch mal eine strengere Auswahl treffen. Nur das Beste vom Besten kommt in den Laden. Wichtig ist die Form und die Netzstruktur der Schale. Je deutlicher die Textur auf der Melonenschale ist, desto teurer ist die Melone. Die Auktion beginnt. Zwei Auktionatoren schreien die Nummern der Kisten und deren Preis in die Menge. Ein Kollege bietet nun auf die Melonen, die Danaoki zuvor ausgewählt hat. Per Handzeichen signalisiert er, auf welche Kiste er bieten will. Wie bei einer Auktion für teure Kunst. Mindestens 20 Kisten müssen es heute werden, dann hat sich der Tag gelohnt. Am Ende ergattern die Einkäufer dann sogar 25 Kisten. In der Hochsaison kaufen sie jeden Tag bis zu 150 Kisten für mehr als 15.000 Euro ein. Sofort wird die Ware nochmal genau begutachtet. Jetzt kann man sie nämlich noch umtauschen. Pro Kilo haben wir heute zwischen 16 und 29 Euro bezahlt. Unfassbar! Im Laden kosten die Melonen später fast das Zehnfache. Beschert etwa allein der Markenname Sembikia den Melonen diese Preissteigerung? Während der Meister weiter die Melonen kontrolliert, muss Aoki noch eine Lieferung Erdbeeren für Sembikia fertig machen.
Alle Erdbeeren sehen auf den ersten Blick schon perfekt aus. Aber auch hier muss er noch weiter aussortieren. Sein geschulter Blick hilft ihm dabei, die optisch perfekten Erdbeeren miteinander zu kombinieren. Diese zum Beispiel ist ausgezeichnet und kann nach Sembikia geschickt werden. Hier, schauen Sie mal. Auf den ersten Blick sieht die gar nicht mal so schlecht aus. Aber tatsächlich hat sie hier und hier kleine Schönheitsfehler. Die kommt deshalb weg. Perfekte Dreiecksform und durchgängiges Rot. Was bei uns schon eine gute Erdbeere wäre, darf er Sembikia gar nicht erst anbieten. Außerdem müssen alle Erdbeeren exakt gleich aussehen. Anschließend gehen die handverlesenen Kisten von hier an die 14 Sembikia-Läden. 1 bis 2 Kisten davon bekommt unsere Hauptfiliale in Tokio. Wir sind zurück im Laden. Jetzt wissen wir, was die Melonen so teuer macht. 4 Auswahlverfahren und die Marke Sembikia. Das scheint auch unseren Kunden zu überzeugen. Dann nehme ich diese hier. Sehr gerne. Die ist prima. Vielen Dank. Diese Melone schmeckt nach 2 Tagen am besten. Ich notiere das Haltbarkeitsdatum für Sie auf dieser Karte. Okay. Der Verkäufer verpackt die Melone für den Kunden noch als Geschenk. Dann geht's zur Kasse. 170 Euro für eine einzige Zuckermelone. Kein Grund für den Japaner mit der Wimper zu zucken. Für seine Liebsten will man schließlich nur das Beste. Und das war sie. Die Geschichte hinter unserem Bild. Hallo liebe Galileo-Fans, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Aber uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Gebt uns doch einfach einen Daumen hoch oder kommentiert das Video. Wir sind sehr gespannt. Und da wir gerade dabei sind, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, könnt ihr unseren Channel abonnieren. Und zwar hier oben. Und wer nicht genug bekommen kann, zum nächsten Video geht's hier entlang. Täglich neue Videos auf YouTube und natürlich auch jeden Abend um 19:05 Uhr auf Pro7. Bis dann.